Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. In dem Video möchte ich euch gerne zeigen, ja, wie ihr an Windows-Lizenzen für einen schmalen Taler rankommt. Da gibt es ja ganz viele Seiten. Ja, und ich habe jetzt die hier, K-Off, Megasale, das ist hier der Code. Also die Preise, die ihr seht, die sind dann schon mit dem Code, also praktisch hier 26, mit dem Code jetzt 13 noch was für die Windows 11 Pro Lizenz. Ihr könnt ja nochmal durchscrollen, was ihr denn hier so habt. Ihr habt Windows 10 Professional, ich habe ja, Windows 11 Professional. Das ist hier so, ja, Windows 10 Professional CDK. Wieso steht es denn jetzt zweimal dran? Ne? Achso, hier ist es für zwei PCs. So, und das ist dann halt immer für einen PC. Also hier steht auch meistens dann dazu, dass 32 und 64 Bit, sollte aber jedem mittlerweile klar sein. Dann Office 21, 19 und 16. Hier so ja Windows mit Office. Dann hier hoch unten nochmal. Ihr könnt da so ja die Enterprise Edition von Windows 10 bekommen. Von 2021 und einmal von 2019. Und dann habt ihr hier unten auch noch mehr Software. Ich werde auch demnächst, ich müsste so, demnächst sowieso nochmal ein Windows für meine Mutter runterholen, weil sie ihre Daten für ihren Windows nicht mehr hat. Also von ihrem Code. Und warum ich jetzt noch ihn hole, der soll für diesen PC sein und der die alten Windows 10 Dinger, die ich habe, die ich auf Windows 11 schon updated habe, da will ich versuchen, auf meinem alten Fujitsu Laptop und auf dem anderen Laptop vielleicht Windows 11 zum Laufen zu kriegen. Da setze ich mich irgendwann mal demnächst dran. Und hier, das müsste ich mir auch irgendwann mal wiederholen. Shampoo. Ich habe jetzt die Keiner Pro 2 oder keine Ahnung, welche Version ich habe. Aber Shampoo will ich mir nicht mehr holen, weil da kommt mir ständig zu viel Werbung. Wenn du startest, kommt jedes Mal Werbung. Kannst du abschalten, wie du willst. Hier unten ist dann nochmal erklärt, wie er denn den Bestellprozess macht. Ich habe hier kein Konto, wir werden nicht ganz normal als Gast, wenn wir uns hier einloggen. Das ist hier auch alles erklärt. Und wie wir denn zu PayPal kommen. PayPal ist nämlich auch damit bei. Ihr könnt auch die ganzen Sachen anklicken. Ich habe hier mal ein paar Seiten aufgemacht, damit ihr das sehen könnt. Moment. So, war ein Anruf von 1&1 wegen Vertrag. Naja. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, hier haben wir dann auch noch ein paar Sachen. Ich habe jetzt einfach mal hier in der Zeit, wo ich jetzt mit dem 1&1 Mann da gequatscht habe, nach PDF-Dateien gesucht. Ja, hier haben wir dann halt verschiedene PDF-Sachen. Hier Zipro. Ja, ihr habt da dann die Sachen zu Windows 11. Hier seht ihr den 100 noch was. 26 Normalpreis und dann halt mit Code halt was billiger. Ja, dann hier Windows 10. Nochmal Windows 10 Professional. Office. Was habt ihr da beim normalen Office alles mit drin? PowerPoint Outlook 2021. Ja, müsste eigentlich wie Word, Excel, da ist doch für jeden eigentlich was mit bei. Und dann halt hier nochmal Office 2019. Ich habe halt die andere Version. Ich habe halt Microsoft Office, also meine Microsoft 365, wegen dem 1 Terabyte Speicher. So, aber wir wollen jetzt einfach mal Windows kaufen. So, und wir möchten halt eine Windows 11, deswegen kopieren wir uns den Code hier, kopieren, packen das in den Warenkorb. Also wir sind draufgegangen, jetzt kommen wir zur Webseite, so, dann gehen wir, sagen wir, Add to Cart, Continue, oder wir können auch gleich sagen, gehen wir mal auf Minus, neu laden.
nehme das hier nochmal raus, dass ich euch das auch zeigen kann. So. Wenn ihr dann halt nicht mehr kaufen wollt, so macht das einfach Add to Cart einmal. Ein Shopping Cart, dann kommt da natürlich, ich bin so gewöhnt, immer gleich Continuum, weil man noch weiter gucken will. Aber so kommen wir jetzt gleich dahin. Na, und dann müssen wir hier oben den Code eingeben. Einfach einfügen. Apply. Warten wir kurz. Und dann ist jetzt hier der Preis. Hier ist der. Und wir zahlen jetzt nur noch 13,31 € dafür. Ja? Windows Professional CDK. Jetzt wollen wir. Ach so, falsch. Zeig falsch gedrückt. So. Nee, hier unten müssen wir aufdrücken. Ach Mensch. So, wir wollen. Ihr könnt euch registrieren. Ihr könnt aber auch als Gast machen. Wir nehmen einfach als Gast. Continue. Hier muss ich jetzt leider etwas pixeln. Also nicht wundern. Muss jetzt aufpassen, dass ich hier nicht nochmal rankomme. Weil das wäre dann natürlich ungünstig. Mikrofon mal ein Stück tiefer. So. So haben wir auch. Continue. So. Hier ist die Pixel dann natürlich weg. Jetzt ist es hier gepixelt, weil jetzt hier meine Daten stehen. Ich überprüfe die nochmal. Jo. Und jetzt haben wir hier halt die Kreditkarte. Wenn ihr mit Kreditkarte machen wollt und wenn ihr mit PayPal und so machen wollt, geht ihr hier rauf. Dann geht ihr auf Continue. Ihr seht, ihr könnt ja dann nochmal überprüfen. 26 ist der, also 26,63 ist der Originalpreis. Wir haben einen Code eingegeben für 50% Rabatt, sind jetzt hier bei 13 noch was. Hier ist der 13 noch was Preis. Und dann können wir uns immer noch entscheiden, wollen wir das jetzt machen, wollen wir das nicht machen. Wir wollen es natürlich machen und sagen, okay. So, dann kommen wir zu dieser Seite, also zu dieser Ansicht, die können wir dann auch nochmal sehen. 13,31. Und wir wollen das dann, das ist, glaube ich, wenn PayPal mit irgendwelchen anderen Diensten verbunden ist oder so, wir wollen direkt PayPal nehmen. Pay now. Ihr habt das auch nochmal, ich gehe nochmal kurz zurück. Ja. Hier seht ihr das dann auch nochmal, EC sind 13,31 €. Jo. So, Name, Passwort bei eurem PayPal eingeben oder ihr habt schon eingetragen. Oder habt ihr dann halt euer PayPal-Profil. Alles überprüfen. Wir wollen jetzt auch mit PayPal-Guthaben bezahlen und nicht vom Konto ziehen lassen. Später zahlen wollen wir auch nicht. Spenden wollen wir auch nicht. Wir sind so mit den Einstellungen eigentlich zufrieden und sagen einfach Kauf abschließen. Thank you. Unser Kauf ist jetzt hiermit abgeschlossen. Continue to shopping. So, jetzt sind wir eigentlich wieder auf der Webseite.
Ich habe auch schon eine Nachricht von PayPal bekommen. Dass ich eine Zahlung gemacht habe und die ist da wohl eingegangen und wurde bearbeitet. So. Die E-Mail kam auch an. Jetzt ist es, wie spät ist es jetzt? 13:16. 5 Minuten haben wir vielleicht gewartet. 3, 4, 5 Minuten so in dem Dreh. Dann steht dann halt die Daten da, Ordner, Produkt und dann haben wir hier unseren Key. Ich werde es natürlich hier pixeln, ist klar, weil ich nicht möchte, dass der Key weiter benutzt wird. Ist ja mein Key. Den werde ich jetzt gleich auch kopieren und in meinen Ordner packen, wo ich meinen ganzen Case gesichert habe. Also nicht nur Windows, sondern auch andere Case. Und auf meine externe Platte. Warte, wo ist sie? Hier ist sie. Das ist die für Bilder. Ich habe nämlich hier so eine kleine externe 1 TB von Seagate. Und da sind so die ganzen wichtigen Sachen so drauf, die ganzen wichtigen Papiere und so. Kontoauszüge, was weiß ich, und dann halt auch meine Case. Und die sind hier drauf gesichert. Die ist nicht ständig am PC, die wird nur kurz angeschlossen, Daten rübergeschoben und dann kommt die wieder in den Schrank und dass die halt schön in Sicherheit sind. So mache ich das. Ja, dann würde ich mich jetzt hier auch von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.